Im Trading werden wir früher oder später an den Punkt kommen, an dem wir sagen, hätte ich mal nur. Aus meiner Sicht ist dies dann ein guter Zeitpunkt, sich Fragen zu stellen. Was hätte man tatsächlich eigentlich besser machen können? Was hätte man wirklich lernen und mitnehmen sollen? Es sind diese schwierigsten Momente, die uns am meisten Profit bringen können. Damit hi und herzlich willkommen zurück. Ich bin Felix Höfelborn, Aktientrader mit einem Master in Exercise Science and Coaching. Und hier auf meinem YouTube-Kanal verhelfe ich dir mit Hilfe fundierter Strategien und Tools dein Trading auf ein neues Level zu heben. In dieser Serie haben wir über meinen großen Nvidia-Trade gesprochen und ich habe dir wirklich jeden Schritt innerhalb dieses Prozesses gezeigt. Falls du es aber noch nicht getan haben solltest, kannst du dir die komplette Playlist nochmal von vorne anschauen. Natürlich wird es mal zu diesem Zeitpunkt kommen, an dem wir sagen, hätte ich mal nur oder hätte ich mal wieder. Wir müssen ganz klar sagen, niemand ist perfekt. Und auch ich innerhalb dieser Winning Essentials-Serie habe dir eben meinen Trade in Nvidia gezeigt und ich konnte dir auch bereits in den vorherigen Videos zeigen, selbst ich konnte diesen Trade nur machen, weil ich diesen hätte ich mal nur Schmerz genutzt habe. Bei mir war das eben diese Erfahrung mit dem Expedia-Trade, weil ich dort gesagt, hätte ich mal an meiner eigenen Regel festgehalten, hätte ich mal nur basierend eben auf der Regel anhand meines 10er Daily Moving Averages den Stop hinterher zu ziehen, hätte ich mal nur, dann wären das 30 R gewesen. Was habe ich gemacht? 2R. Und dann ist mir aufgefallen, dadurch, dass ich diesen Schmerz reflektiert habe, wie dämlich es auf gut Deutsch eigentlich ist, sozusagen Angst vor minus 1 zu haben, wenn die Chance auf plus 30 besteht, hätte ich mal nur. Also ich nutze diesen Schmerz. Und was ich dir hier ganz klar sagen möchte, und wir befinden uns ja auch am Ende dieser Serie, dementsprechend guck dir das gerne nochmal alles an, wenn du das nicht getan haben solltest. Die Quintessenz dessen ist, ich möchte dir Mut machen, niemals aufzugeben. Ja, bei mir hat es auch am Anfang 3 Jahre gedauert, bis ich überhaupt profitabel geworden bin, konstant profitabel geworden bin. Dann hatte ich damals noch eben meinen Handel mit den Forex-Märkten, dann habe ich Futures gemacht und so weiter und so fort. Und ich war in unterschiedlichen Märkten profitabel. Selbst dann bin ich noch Richtung Aktien gegangen, um noch profitabler zu werden, noch mehr mich fortzubilden und so weiter. Und ja, auch das war ein guter Schritt. Wichtig ist aber auch zu sagen, wir machen Fehler und wir alle können zu den jeweiligen Zeitpunkt nur besser werden. Und das werden wir täglich. Und der eine macht es ein bisschen schneller, weil er vernünftige Prozesse hat und der andere macht es vielleicht langsamer oder eben gar nicht. Wichtig ist, auf dem Prozess oder beim Prozess eben niemals aufzugeben. Den Schmerz zu nutzen. Ja, wir sind gestresst. Ja, wir investieren unsere Zeit wohlwissend. Wir investieren unser Geld und trotzdem verlieren wir. Ja, auf der einen Seite gehört das natürlich dazu. Wir können niemals garantieren, dass wir mit jedem Trade irgendwie Geld machen. Das möchte ich auch gar nicht sagen. Ja, es gab auch nur eine Wahrscheinlichkeit, dass ich mit Nvidia Geld mache. Okay, das akzeptiere ich. Das akzeptieren wir alle, wenn wir dieses Spiel machen. Aber gleichzeitig müssen wir sagen, wir akzeptieren es nicht, wenn das dauerhafter Zustand ist, weil wir, obwohl wir es eigentlich besser wissen, uns selbst manipulieren. Und da müssen wir einfach sagen, ja, auch das gehört mal dazu, auch das gehört tatsächlich dazu, aber wir müssen das nutzen, um sozusagen aus diesem Loch wieder rauszukommen und uns selbst da zu motivieren und einfach weiterzumachen, um es beim nächsten Mal ein bisschen besser zu machen. Und ja, es ist eh möglich, das so zu tun und das sollten wir vor allen Dingen mit Bedacht tun, das sollten wir vielleicht auch mit einer gewissen Unterstützung machen und du siehst es ja auch, wenn du hier Fragen auf meinem Kanal stellst oder vielleicht uns auch per E-Mail erreichst oder auch die zahlreichen Ressourcen auf meiner Website wirmachentrader.de nutzt, dann helfen wir dir gerne. Wichtig dabei, wenn du eh denkst, okay, dieser Prozess, das ist etwas, was ich meistern möchte. Natürlich hilft Unterstützung, aber vor allen Dingen solltest du auch über deine Risikoparameter nachdenken. Ja? Warum tust du dir diesen Stress an, wenn du noch nicht etwas hast, was vielleicht sehr gut funktioniert? Wenn du also vielleicht gerade noch konstant Geld verlierst, dann solltest du das nicht mit Geld tun. Warum machst du das? Ja? Du kannst besser lernen, indem du das vielleicht erstmal im Paper Trading machst. Natürlich haben andere auch wieder recht, die sagen, okay, im Paper Trading lernst du nicht richtig. Okay, aber du sollst dann zumindest nicht $100 pro Trade riskieren, wenn du innerhalb von 5 Trades dann $500 riskierst. Selbst wenn du 100.000 auf der Bank hast, warum solltest du das tun? Das ist dämlich. Ja, da kann man was Schöneres mitmachen, als das direkt wegzuschmeißen. Ich kann euch gerne auch meinen PayPal-Account schicken und so weiter und so fort. Ja, also
Das nur mal am Rande erwähnt. Wir müssen rational bleiben. Wir müssen einen Prozess haben, um besser zu werden. Stell Fragen, bleib rational, glaub an dich und hab innerhalb dieses Prozesses eben deine Risikoparameter vor Augen, damit du zumindest die Downside, also das, was sozusagen gegen dich laufen kann, damit du das kontrollierst. Das ist immer im Trading, immer das Einzige, was du zumindest kontrollieren kannst, deine Risikoparameter. Du kannst es nicht immer auf einen Cent kontrollieren, aber das ist zumindest das, wo du sozusagen eine Handhabe hast, wirklich etwas einzuschätzen. Ist deine Positionsgröße zu groß? Wie viel plane ich überhaupt als Risiko ein? Und diese Punkte, die die Leute wissen, ja, ich sollte nur $50 riskieren, aber jetzt riskiere ich mal $500. Das sind die Punkte, die noch viel schlimmer sind und dann ja unterm Strich die großen Unterschiede machen. Dementsprechend, ja, es gibt keine Lösung für hätte ich mal nur und jetzt nehmen wir eine Tablette und es ist alles gut, sondern ja, bleib eben dabei. Die Quintessenz ist, das ist ganz normal, nutze es, bleib rational, lerne eben aus dieser Serie, was sind die Prozesse, die hintereinander kommen, sequenziell, an welcher Stelle kann ich das Ganze machen, welche Prinzipien gibt es, um eben aus diesem Schmerz zu lernen und es beim nächsten Mal besser zu machen. Solltest du dabei Fragen haben, solltest du allgemein Feedback haben zu eben dieser Serie, dann lass es mich unten unterhalb dieses Videos in den Kommentaren wissen. Und wenn du vielleicht ein Video aus dieser Serie verpasst haben solltest, dann ist das auch absolut kein Problem. Schau sie dir hier einfach nochmal an. Und wenn du weiterhin auf dem Laufenden bleiben möchtest und dein Trading weiterhin kontinuierlich verbessern möchtest, dann abonniere den Kanal und schalte die Benachrichtigung ein, um nichts mehr zu verpassen. Dein Weg zum erfolgreichen Trader ist gerade erst gestartet. Bleib also neugierig und stets bereit, dein nächstes Level im Börsenhandel zu erleben. Bis zum nächsten Video. Ich freue mich drauf. Mach's gut.